Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Arena Battle 2 und heute mit dem guten alten Hudel! Hudel ist nicht da. Okay, dann müssen wir uns den Kampf von Hudel alleine angucken. Und er kämpft gegen Marvin. Oh, ich habe noch gar nicht die Statistiken rausgesucht, Leute. Ist Marvin Marvinho? Ich weiß es immer noch nicht, Alter. Marvin, Marco, Marcel, Marvinho, Margus, Alter, die heißt alle gleich. Ich glaube, es ist Marvinho. Und wenn dem so ist, dann hat der Gute schon zwei Orden sich holen können und will heute gegen Hudel sein Glück versuchen. Ja, bei Marvin sehen wir ein sehr interessantes Pokémon, und zwar Deoxys in der Speedform. Deoxys habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben. Und in der Speedform könnte es stark sein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das kann. Ich bin super gespannt drauf, super gehypt drauf. Dann sehen wir einen Meistergriff, einen Glurak, einen Ditto und einen Sneebuna. Das sind Pokémon, die man häufiger sieht, gerade aus XY-Zeiten noch. Und ein Grandiras. Das finde ich auch ganz cool. Aber gehypt bin ich auf Deoxys, auf Seiten von Marvin. Hudel hat auch wieder ein neues Pokémon mit dabei. Und zwar Tauros sehen wir hier. Tauros, ein sehr gefährliches Pokémon, das ich lange Zeit ein bisschen unterschätzt habe. Ich habe mir selbst mal eins gezüchtet für den Doppelkampf mit Kurzschluss. Allerdings habe ich irgendwie ausgeblendet, dass man Tauros, also lange Zeit, dass man Tauros ja auch mit Lebenorb und roher Gewalt spielen kann. Und dann ist es ungefähr auf dem Niveau von einem, wie heißt es denn? Impelgator. Impelgator ja auch unglaubliche Durchschlagskraft. Allerdings ein Tauros ohne Drachentanz, dafür aber von Anfang an mit mehr Init. Das heißt, von Anfang an druckmachend, aber nicht ganz so krass wie ein Impelgator, wenn es sich erstmal aufgesetzt hat. Bin ich sehr gespannt drauf, und Togekiss könnte auch neu sein. Gilt als Ausnahme hier in diesem Team, weil es natürlich Fee-Flug ist und kein Normaltyp hat, aber die Evolutionsreihe Togepi und Togetic war eben bis zur 4. Gen vom Normaltyp, deswegen geht Togekiss hier als Ausnahme klar. Ich glaube, zu diesem Togekiss weiß ich schon ein bisschen was. Wenn es das Togekiss ist, ich weiß es nicht. Wir gucken auf jeden Fall rein in den Kampf. Also mein Hauptaugenmerk liegt dieses Mal auf den beiden schnellen Pokémon, Tauros und Deoxys in der Speedform. Ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt wie ich, Alter. Ich denke mal, Deoxys in der Speedform könnte man entweder mit Walglas spielen, um mehr Damage rauszuhauen, oder mit einem Focus Code, um den Angriff zu überleben. Bin ich mir aber nicht so klar. Ubanoob kommt und da ist das Deoxys. Und das soll jetzt hier gegen Schlappohr also auskommen, wenn es jetzt einen Mogelhieb tankt. Ne, oder abbekommt. Und ich weiß nicht, Trudel spielt das nicht so häufig. Könnte aber den jetzt einsetzen. Dann wird es keinen Fokus gut tragen. Und ich glaube, die Defensivwerte von dem Ding sind katastrophal. Weil es halt... Aber wo ist das, die schlecht sind? Ich wusste doch, die schlecht sind, aber... So schlecht! Psy-Schub? Was ist das? Okay, Psy-Schub scheint die Spezialattacke von Deoxys zu sein und ist wie ein Draco-Meteor, senkt also den Spezialangriff stark danach. McGregor kommt erstmal rein. Ja, boah, gegen ein Meloetta auf plus 1 im Spezialangriff durch den Ladestrahl jetzt, wird es ein bisschen schwieriger werden, da so eine Psychokinese auszuhalten. McGregor da auf jeden Fall nicht die beste Option gewesen, meines Erachtens. Denke ich mal. Dadurch ist Meistergriff down und Deoxys halt so gut wie, ne? Jede Prio-Attacke hält das Ding auf. Sofern die Tarnsteine gelegt werden, ist auch vorbei, weil ich glaube, im gegnerischen Team war kein Spinner dabei. Okay, interessant. So, wir haben jetzt ein Sibuna, was Meloetta natürlich zum Mond schicken würde. Deswegen kommt Lush rein, das den Abschlag wunderbar resistet und außerdem auch keinen Bonusschaden gibt, weil das Item, der Megastein, ja nicht abgeschlagen werden kann. So, Sneebuna hingegen muss wieder rausgehen, weil es Angst vor einem Mogelhieb haben muss. Und da kommt Kommo rein, das Grandiras. Potenziell vielleicht mit einem Walschall, um das Ding zu outspeeden, weil ansonsten, ne, kassiert das jetzt einen Steigerungshieb. Hudel hat hier sehr gut predicted, dass das Ding rausgehen wird, beziehungsweise wenn Sneebuna drin geblieben wäre, hätte es halt einen doppelt sehr effektiven Steigerungshieb bekommen. Switch jetzt aber raus, weil es wahrscheinlich Angst hat, das Ding nicht rauszunehmen oder dass es einen Walschall haben könnte. Himmelhieb kommt. Mist, schon wieder. Wir haben das irgendwie im Moment ziemlich häufig. Und trägt keinen Walschall. Kann also den Giftieb hinterherhauen gegen Felias. Das reicht aber nicht annähernd aus.
Wobei, zusammen mit der Vergiftung könnte das was werden. Leben-Orb-Damage, Rückenwind von Felias. Okay. Rückenwind ist strong. Rückenwind ist sehr, sehr stark. Gerade weil Togekiss jetzt in der nächsten Runde halt auf jeden Fall outspeedet. Und, ja, würde durch Grandiras eh nicht sterben, weil die Vergiftung halt und Überreste so ein bisschen gegeneinander wirken. Da kommt der Luftschnitt, der trifft. Könnte ja auch daneben gehen, geht aber nicht. Und das reicht aus, um Komo down zu hauen. Okay. Okay, das sieht nicht gut aus für den Herausforderer. Für, wer tritt überhaupt an? Marco, Marvin, Marvinho, Marschi. Stimmt, Marschi habe ich vorhin in der Aufzählung noch vergessen. Es gibt so viele Kandidaten, die mit M-A-R anfangen. Ich weiß nicht warum, was mir los ist, aber ist halt so. So, jetzt kommt Jamie rein. Jamie outspeedet nicht mehr. Outspeedet nicht mehr. Aber trotzdem geht Felias raus, weil es wahrscheinlich Angst hat, dass es einen Fokus-Code hat oder dass es halt generell sterben könnte. Und deswegen der Switch auf Daffy Duck, dass ich direkt mal einen Angriffsboost holt, der natürlich nichts bringt. Eisterfall kommt. Ja, ich weiß nicht, wie viel Damage das machen wird. Das macht guten Damage. Könnte ein speziell defensives Porygon 2 sein. Und das Ding könnte, trotz Rückenwind, outspeedet es scheinbar nicht, weil noch ist er aktiv, könnte jetzt flinchen. Und es flincht. Und damit hat der Daffy Duck so gut wie down. Und der ein dritter Eisterfagel trifft auch. Und Porygon 2 als defensive Wall schon mal draußen zu haben, ist unfassbar wichtig. So. Daffy Duck geht down. Aber krass, dass das trotz Rückenwind nicht outspeedet. Aber ja, doch. Ja, es ist nicht so schnell, ne? Ja, doch. Nee, meins hatte auch nur 80er Init. Habe ich hier ein bisschen verwechselt. So. Snibuna bleibt drin, hat den Fokus gut nicht. Und das ist natürlich ein großer Fehler, weil der Steigerungshieb ist doppelt sehr effektiv. Ist zwar nicht stark von der Stärke her, aber doppelt sehr effektiv reicht halt aus, um so ein fragiles Ding rauszunehmen. Jetzt kommt Deoxys, das nicht mehr vom Mogelieb getroffen werden kann. Und ja, ne? Deoxys ist das... Ist es das schnellste von allen? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist das allerschnellste Pokémon. Oder? Ich weiß es nicht. Mit dem Z-Kristall. Z-Psycho-Move kommt jetzt. Das ist nochmal stärker als der Psycho von eben. Ich denke mal, es wird 130er oder 140er Angriff oder Stärke haben. Das heißt, dieser Psycho-Schmetterschlag wird Stärke 200 haben. Stab, Stärke 300. Nicht sehr effektiv. Stärke 150. Und mit dem Psycho danach könnte das insgesamt reichen, um Eloette rauszunehmen. Ne, das macht gar nichts. Okay. Vielleicht hat er aber eine Geisterattacke oder so, dann könnte er es raus... Na, wobei Geist macht keinen Sinn. Fokusstoß trifft auch nur neutral. Hätte, glaube ich, nicht gereicht. Mist aber auch nochmal. Also, Marvin, Marco... Ich glaube, Marvin ist es, ne? Marvin. Ja. Keine Chance hier. Und Fragezeichen, 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 da kommt rein. Und kopiert Meloetta. Wird wahrscheinlich tatsächlich den Wahlschall tragen. Also dieses Mon... Da bietet sich Wahlschall halt echt an. Und dadurch kommt der Zauberschein, der niemals reichen wird. Never im Life. Never im Life. Warum der auf Zauberschein gegangen wird, verstehe ich aber auch nicht. Nicht so richtig. I don't know. Energieball ist stärker, oder? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sieht das Wahlschall-Dito hier gar nicht mal so gut aus, ne? Weil der Energieball wird von dem normalen Meloetta, glaube ich, eher reichen als der Zauberschein vom Dito-Meloetta. 7 KP auf der Seite. Ganz wenig KP auf der gegnerischen Seite. Also auch ähnlich. 7. Kann jetzt zwar Meloetta rausnehmen, aber Lush kann einfach reinkommen und mit einem Mogelhieb finishen. Deswegen würde ich Dito auf jeden Fall nochmal rausswitchen, weil wenn man dann ein Dito, also als Mega-Schlappohr hat, dann wird das heftig, falls Dings keine weitere Prio-Attacke hat. Er bleibt drin! Aber warum? Das hätte dir doch mega viel bringen können noch. Oder nicht? Okay. Glurak kommt dafür jetzt rein. Vollkommen fit. Jetzt ist die Frage, ist es Glurak Y? Ist es Glurak Capotoro? Haben wir das schon mal gesehen, oder? Wer kennt das Tauros, glaube ich, schon? Ich glaube, das wurde schon mal eingesetzt. Ist gar nicht neu. Okay, interessant. Mega Glurak Y, X. Ich glaube, Tauros hat eine ziemlich schlechte physische Verteidigung. Warum da aber kein Flammenblitz kommt, weiß ich nicht. Das hätte vielleicht sogar gekillt. Aber es tankt gut. Es tankt in Ordnung. Und es dürfte outspeeden. Geht aufs Erdbeben und mit roher Gewalt Leben Orb. Wenn es das trägt, vielleicht trägt es auch ein Walband oder so, dann reicht das nicht aus. Glurak X überlebt ganz, ganz knapp. Aber ein Erdbeben wird nicht reichen.
Da muss der Flammenblitz kommen und der könnte Glurak X rausnehmen. Und ich glaube, das ist das letzte Pokémon, was er hat. Turo geht auf jeden Fall down. Und Glurak X geht nicht down. Überlebt mit einem kleinen bisschen. Und dann kommt Tesselecta. Stimmt, er hatte ja auch noch einen Ditto. Und doppelgängert hier auch nochmal eine Runde. Und jetzt haben wir Mega Glurak X gegen Mega Glurak X, wo Tesselecta natürlich outspeedet und aufs Erdbeben gehen kann. Ansonsten wäre da immer noch der Mugliep in der Hitart gewesen. Also ich muss sagen, ein nicht allzu starker Anfang, den Marvin hier hingelegt hat, hat sich danach aber doch noch ganz gut etabliert und Rudler auf jeden Fall noch ein bisschen was abverlangt. Allerdings, ja, ich glaube halt einfach. Lass mich kurz gucken. Tauros hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gelebt. Ich glaube, es haben relativ viele Pokémon noch gelebt, ne? Also Meloetta und Porygon waren down. Und ich glaube, die anderen vier haben noch gelebt. Also wenn er zum Beispiel halt Ditto noch überleben lassen hätte, dann hätte er das Schlabohr kopieren können. Und hätte halt mit dem Steigerungshieb gegen alle gut Damage machen können und immer mehr Damage. Außer halt gegen Tugekiss. Das heißt, er hätte da wahrscheinlich eher auf die Rückkehr drücken müssen. Womit er, denke ich, Ditto auf jeden Fall rausgenommen hätte, weil Ditto kann sich nicht verwandeln, wenn es selbst gegen ein Ditto kämpft. Tugekiss wäre, glaube ich, auch gestorben. Schlabohr selbst wäre gestorben. Tauros, haben wir gesehen, hat ein Erdbeben von Glurak X ziemlich gut getankt. Aber die Rückkehr von Schlabohr wäre stärker gewesen. Sofern Marvins Ditto ebenfalls Zuneigung hatte. Schwierig, 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 muss man sagen. Vielleicht wäre das die bessere Entscheidung gewesen, aber ich glaube, insgesamt wäre er am Tauros dann in dem Fall nicht vorbeigekommen. Gut, war auf jeden Fall ein schönes Duell und damit holt sich Rudel einen weiteren Sieg, nachdem er zuletzt sogar verloren hat, sehe ich hier gerade. Wusste ich gar nicht mehr. Stimmt, er hat verloren. Ja, wir machen weiter mit Kampf Nummer 2 für heute und gucken mal, wer da aufeinandertreffen wird. Und hier sehen wir das Duell Shaq gegen Yugi. Beide benutzen exakt das gleiche Team wie in ihren jeweiligen letzten Kämpfen. Also wir haben Yugi ja vor kurzem erst gesehen, vor ein, zwei Parts, und Shaq vor ein, zwei Parts gesehen. Und beide mit dem gleichen Team, muss ich deswegen, glaube ich, nicht großartig nochmal explizit drauf eingehen, außer vielleicht auf die Gefahren für Shaqs Team. Quajutsu und Fuegro natürlich hier den offensichtlichen Typenvorteil. Aber auch ein Aerodactyl ist natürlich immer gefährlich. Oder auch Porygon 2. Sehr gefährlich, weil es eben ein Normal-Pokémon ist und damit natürlich die Geistattacken von Shaq sehr gut kontern kann. Kann natürlich mit Triplette selbst auch nicht so gut austeilen, aber vielleicht hat es die ja gar nicht drauf. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Yugi hat sich mittlerweile, lasst mich kurz nachgucken, Leute. Ja, hat sich beim letzten Mal seinen dritten Orden holen können gegen den guten alten Foxy. Stimmt, gegen Foxy hat er zuletzt gekämpft, während Shaq verloren hat gegen ein sehr starkes Team, ganz knapp mit 1:0. Das waren so die letzten Battles und genau, das One Piece Team haben wir hier. Jetzt kommt der Raizo wieder rein gegen Selkit und ja, ich weiß nicht, wer hier den krassen Vorteil hat. Quajutsu meint auf jeden Fall, ja, ist jetzt nicht so perfekt für mich. Ich gehe mal lieber raus mit einer Kehrtwende, drücke ich ein bisschen Schaden und hole halt was Besseres rein. Nämlich Captain Black. Das ist irgendwas mit Clown, ne? Ja, right. Ja, Toxin kommt. War anzunehmen, weil mit Tiefschlag oder sowas würde er gegen Fujutsu halt nicht viel machen können. Und kann er auch nicht gegen Fuegro machen. Gegen Fuegro könnte er sich jetzt aber ziemlich sicher sein, dass da eine starke Attacke kommt, wie eben ein Flammenblitz. Und da Fuegro relativ viele KP hat, könnte sich das jetzt sehr gut lohnen, auf den Leitteiler zu gehen. Vielleicht switcht er auch raus, ich weiß es nicht. Er protected erstmal, stimmt. Protecten geht natürlich auch. Erstmal die KP so ein bisschen downwaggeln lassen. Dark Lariat ist es. Okay. Ja, wird Damage machen, aber ich denke, Selkit überlebt das auf jeden Fall. Und, ne, Leitteiler, wie gesagt, ich will mal Kyurem sagen, aber Krypuk ist ein sehr, sehr starkes Pokémon. War aber in XY noch ein bisschen besser, als der Burn noch sehr, sehr stark ist. Aber, wie gesagt, ist eine ganz solide Möglichkeit, finde ich, das mit Toxin zu spielen. So, jetzt kommt der Switch-Out von Fuegro mit Kehrtwende. Ich wusste gar nicht, dass es Kehrtwende kann. War das Fuegro? Warte mal, was hat es davor eingesetzt? Dark Lariat, doch, muss Fuegro sein, ne? Zorak kann es nicht sein, falls überhaupt ein Zorak im Team ist. I don't know. Ja, Wano Kuni bekommt auf jeden Fall ein bisschen Damage durch den Leitteiler, kann sich aber durch die Überreste auch wieder hochhalten. Genau das gleiche denkt sich auch das gute Selkit und
ist damit auch wieder fast fit. Ich denke, da kann auch eine weitere Toxin jetzt gedroppt werden. Auf der Gegnerseite kommt ein Siederwasser, was potenziell auch eine Statusveränderung mit sich bringen kann. Bringt es aber nicht. Toxin ist draußen, jetzt kann wieder protected werden. Sehr defensives Pokémon, dieses Krypok, beziehungsweise Krypok generell. Ich glaube, allzu offensiv kann man es nicht spielen. Man könnte es halt mit Irrlicht spielen und Z-Kristall Feuer, weil Z-Irrlicht ja den Angriff boostet und dann wäre der Tiefschlag zum Beispiel ganz in Ordnung. Aber ob man das machen möchte, weiß ich nicht. Der Movepool von Krypok ist halt jetzt echt nicht so strong, dass man das unbedingt mega offensiv spielen muss. Oh, Wanukuni geht auf Zugabe. Das ist interessant. Bringt aber auch nur bedingt was, ne? Weil Selkit muss jetzt zwar auf Toxin gehen und so, aber insgesamt ist das halt für Selkit sogar in Ordnung, sag ich mal. Denn es bekommt Überreste dazu, während Wanukuni halt Toxin-Damage bekommt. Allerdings muss Selkit jetzt sehr wahrscheinlich rausgehen, außer, ja, außer Shaq denkt sich so, pff, ja, gehe ich halt weiterhin auf Toxin, ist mir auch Wayne. Aber nope, er wechselt aus, das war anzunehmen und geht auf Seth. Ist ein großes Problem in meinem Leben. Ja, bekommt ein Siederwasser ab, zieht natürlich nichts ab durch den Kostümspiel. Ich weiß nicht, ob es burnen könnte. I don't know. Das wäre natürlich sehr hart für Mimigma. Aber ich glaube, es könnte burnen. Ich glaube, ja. Und das wäre halt ganz und gar nicht cool. So, Wanukuni hält sich wieder ein bisschen. Toxin dürfte jetzt mittlerweile schon sehr akzeptablen Schaden machen. Ja, hält sich in Grenzen. Ich denke, wird jetzt gegen Mimigma einfach rausswitchen oder bleibt er noch drin? Er bleibt drin, geht auf die... Ach Quatsch, Mimigma geht auf die Dunkelklaue. Macht nicht so viel Damage. Siedewasser wird gut Damage machen und könnte burnen. Macht aber nicht so viel mit Damage. Es geht sogar. Not bad, not bad. Trägt das Ding die Offensivweste vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Shaq hat schon mal erzählt, wie er sein Mimigma spielt, aber Leute, ich habe doch kein Gedächtnis. Er gab doch kein Gedächtnis. Da kommt eine Dunkelklaue, die reicht jetzt aus, um Admurai rauszunehmen. Finde ich sehr cool, dass wir von Admurai, aka Wanukuni, so viel sehen. In den beiden Kämpfen jetzt. Zumindest hat es jetzt hier gekämpft. Und jetzt kommt Aerodactyl, aka Momonosuke. Okay, in Ordnung. Das könnte jetzt mit einem starken Aeroass Mimigma, denke ich, rausnehmen. Also speziell defensiv konnte Mimigma gut tanken, dann kann es eigentlich auf der physisch-defensiven Seite nicht so stark mehr sein. Stahlflügel, ja, ist sogar sehr effektiv, dann reicht das auf jeden Fall aus, um das rauszunehmen. Und ich glaube, Stahlflügel kann sogar die Verteidigung erhöhen, oder? Also von Aerodactyl meine ich jedenfalls, dass da die Chance bestehen würde. So, jetzt kommt Zubiris rein, Aerodactyl switcht instant raus, hat glaube ich zu große Angst vor einem Irrlicht und Captain Black ist natürlich das perfekte Pokémon, um das zu kontern. Ist nur die Frage, ob Zubiris hier auf ein Irrlicht geht oder ob es irgendetwas anderes vorhat. Kann aber glaube ich gegen Fuegro insgesamt nicht so viel machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Geht auf Mogelieb, ja okay, ist ein bisschen Damage, nicht viel, aber ist ein bisschen Damage und es bekommt Toxinschaden, eine Runde, das ist okay. Ja, jetzt ist die Frage, worauf soll Shaq wechseln? Auf gar nichts scheinbar, denn er bleibt mit Yami drin, kriegt einen Flammenblitz, der macht aber wow, der macht gar nicht so viel Damage. Rückstoß ist schon okay, zusammen mit Gift und einer Juwelenkraft, stimmt. Juwelenkraft, natürlich. Die vergesse ich irgendwie immer auf Dings. Macht aber echt wenig Schaden, Mann. Das Captain Black ist ziemlich strong in der Defensive. Dafür scheinbar nicht allzu viel offensive Power, auch wenn die Kehrtwende vorhin mega viel Damage gemacht hat gegen Krypok, aber ja, zu Beerus kommt er eigentlich sehr gut klar. Ja, da kommt der Wechsel auf, wie heißt es, auf hier den Kronleuchter auf jeden Fall. Vielleicht, weil Shaq eine Kehrtwende predicted hat. Kehrtwende ist halt so ziemlich obvious gewesen, weil Toxin natürlich langsam wehtut und er Zubiris nicht down kriegen würde, dann müsste er Giftschaden und Juwelenkraft und Rückstoßschaden tanken und so. Deswegen ist das Gelaber auf jeden Fall eine solide Möglichkeit. So, jetzt kommt Ares rein, soll hier das Erdbeben tanken und würde dann natürlich durch Schwächenschutz auf jeden Fall einiges an KP oder an Angriffswerten dazu bekommen. Und das Ding ist aber, was will Durengard jetzt machen? Das Erdbeben hat halt einfach zu viel gemacht, um jetzt hier mit einem Eisenschädel oder sowas wirklich Damage zu machen. Deswegen kann dann nur ein Schattenstoß herkommen und das macht, ja, Hälfte. Hälfte. Mehr auf jeden Fall nicht. Eher weniger sogar noch, würde ich sagen. Ja, etwas mehr als die Hälfte. Minimal mehr. Und dann ist Durengard aber auch schon raus. Deswegen weiß ich nicht, ob es da nicht besser wäre, irgendein Pokémon zu opfern oder so, um Durengard halt noch bei relativ guter Gesundheit zu haben. I don't know. I don't know. Ich weiß ja nicht. Okay, Yami kommt jetzt rein und soll wahrscheinlich einfach burnen, Juwelenkraft einsetzen. I don't know. I don't know.
I don't know. Aber ich würde auf jeden Fall nicht wieder auf einen Mogelhieb gehen. Das macht einfach relativ wenig Sinn. Wobei es gegen Captain Black okay wäre, aber wenn er jetzt auf Juwelenkraft geht oder vielleicht sogar auf den Schmarotzer, das könnte auch gut Damage machen. Jo, reicht sogar aus. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber ist halt ein Stab. Schmarotzer mit dem Angriff von Fuegro auf Fuegro. Das geht auf jeden Fall schon. So, jetzt kommt der Raizu rein. Und der Raizu, das ist ein gefährliches Pokémon. Er switcht raus und zwar auf Selkit. Selkit ist auch so ein Pokémon, was er bei voller KP gut gebrauchen könnte. Weil ich glaube, die Finsteraura wird mehr als die Hälfte machen. Oder würde mich wundern, wenn nicht. 122, sie macht nicht mehr als die Hälfte. Okay, deutlich, deutlich weniger. Krass. Sehr, sehr starkes Selkit in der speziellen Defensive. Dann war es ein guter Wechsel auf jeden Fall. Hätte ich jetzt mit mehr Schaden gerechnet. Jetzt kommt allerdings ein Z-Move. Z-Unlicht, der nochmal deutlich stärker sein wird, aber nicht reichen wird. Never im Life. Und wenn Krüppuk jetzt, und das wäre sehr gut, wenn Shark das machen würde, auf den Leiteiler geht, dann sieht es für Quajutsu nicht so gut aus, das Ding hier zu gewinnen. Dieses Aufeinandertreffen. Denn Selkit überlebt das knapp, geht aber nur auf Toxin. Das ist ein Fehler gewesen. Das ist ein Fehler gewesen. Z-Kristall auf Quajutsu ist relativ häufig, einfach um Ash Quajutsu rausholen zu können. Wobei das Wandlungskonstant, also... ne, ist egal. Aber es ist ein gutes Item. Z-Kristall auf Quajutsu macht auf jeden Fall viel Sinn, meines Erachtens. Weil man damit nochmal ordentlich Damage raushauen kann und Quajutsu einfach schnell ist und durch Wandlungskunst, ne, ist es schon ziemlich strong. Ja, jetzt nochmal Schutzschild von Krüppuk, ne, es wird zwar nichts bringen, um Krüppuk irgendwie wieder back to life zu holen oder so, aber es dient zumindest dazu, um den Toxin-Damage von Quajutsu nochmal ein bisschen in die Höhe zu treiben. Und bis hierhin ist es ein Duell, wo noch nicht allzu sehr abzusehen ist, wer das Ding gewinnen wird. Quajutsu ist natürlich sehr gefährlich, hat aber jetzt auch Toxin-Intus. Es steht gerade 4-4. Da kommt nochmal ein Tiefschlag, was ein Fehler war, hier auf Eisstrahl zu gehen. Denn dadurch... reicht die Kehrtwende aus? Ja, reicht sie aus. Dadurch, dass er nicht mehr der vom Unlichttyp war, hat der Tiefschlag natürlich viel, viel mehr Schaden gemacht. Deswegen wäre ich auf jeden Fall auf Finsteraura geblieben. Also ein kleiner Fehler, kann man mal vergessen. Muss man schon ein bisschen vorausdenken und das kann man, denke ich, verzeihen. Aber dadurch hat sein Quajutsu auf jeden Fall schon etwas mehr Damage bekommen. Und wir haben jetzt Yami gegen Aerodactyl, was auf eine Steinkante geht, was wehtun wird. Aber Yami packt das, geht auf den Schmarotzer und das reicht aus. Das reicht definitiv aus. Aerodactyls Angriff ist sehr krass. Und die physische Verteidigung ist nur Mittelmaß. Und das ist nach wie vor ein Stab-Schmarotzer. So, und jetzt haben wir Boa Hancock, a.k.a. Fruyal. Und das kann noch gefährlich sein, wobei er auch eben noch ein Skelabra in der Hinterhand hat. Mit dem Walschall und mit dem Flammenwurf, ne? Das wird Fruyal sehr wahrscheinlich rausnehmen. Es wird Quajutsu 2-hitten. Mindestens. Und ich weiß nicht, was das dritte Pokémon ist, was er noch in der Hinterhand hat, ehrlich gesagt. Feuersturm. Oh, Feuersturm ist riskant, ne? Feuersturm macht natürlich noch mehr Damage und schickt Boa Hancock zum Mond, aber kann natürlich auch missen. Und gegen ein Quajutsu wäre das sehr, sehr riskant. Und ich glaube, ich würde auf den Feuersturm drücken. Wasserschuriken. Interessant, aber ich weiß nicht, ob das reichen wird. Je nachdem, wie oft er trifft. Wasserschuriken Prio. Es macht 30 KP, das kann reichen. Je nachdem, wie oft er trifft. Aber nur zweimal getroffen. Nur zweimal getroffen. Hätte er fünfmal getroffen, hätte er auf jeden Fall gekillt. Viermal nicht ganz. Viermal wäre knapp, hätte knapp nicht gereicht. Feuersturm hingegen reicht gegen Raizu und damit steht es jetzt 2-1. Und jetzt kommt Lysop nochmal rein. Das ist das Porygon 2. Das wird nochmal ganz gut tanken. Und vor allem hat es einen Spezialangriffsboost bekommen. Feuersturm ist das Beste, was er dagegen machen kann. Und er macht guten Schaden, aber nicht genug. Eventuell. Donnerblitz reicht gegen Light nicht aus. Ein KP hat es noch. Wow, kann nochmal einen Feuersturm raushauen. Trifft alle Feuerstürme, das ist schon mal sehr gut. Und damit ist Lysop so gut wie down. Und es geht nicht auf Genesung. Und das war ein Fehler. Wenn es Genesung hat, hätte er hier auf Genesung gehen müssen. Ganz, ganz klare Sache. Und jetzt kommt Darkness und kann finishen. Weil, ne, wenn Lysop sich hochgehalten hätte, irgendwann wäre der Feuersturm halt leer gewesen. Oder hätte gemisst, oder was weiß ich. Und ich denke, Porygon 2 spielt man immer mit Genesung. Weil anders macht es halt einfach wenig Sinn, finde ich. Und dadurch gewinnt Chuck dieses Battle gegen Yuri.
sehr ungünstig gelaufen ist natürlich, dass Skelabra mit einem KP überlebt hat, diesen Donnerblitz. Und vor allem auch, dass er hier nicht auf Genesung gegangen ist. Weil, wenn er auf Genesung gegangen wäre, ich glaube, er hätte das Ding insgesamt gewonnen, weil er halt zu stark hätte recovern können. Wobei es natürlich auch gegen Gengar schwierig geworden wäre. Wenn es Gengar mit Wahlglas ist, dann macht das Ding halt auch viel Damage. Also, ich weiß nicht, ob Genesung noch was gebracht hätte. Hätte sein können. Man hätte es auf jeden Fall probieren können. Aber letztendlich verliert Yuri hier in einem sehr knappen und spannenden Battle mit 1:0 gegen Shaq. Macht aber nichts, würde ich sagen, denn Shaq freut sich sicherlich über den Sieg und du hast ja noch den zweiten, dritten, vierten, fünften, what weiß ich, Versuch. Und war es das für das Duell? Ich weiß gar nicht. Also war es das für den Part? Ist das zweite Battle gewesen? Ich habe absolut keine Ahnung. Es ist das zweite Battle gewesen. Genau, dann soll es das gewesen sein für den heutigen Part. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer eine positive Bewertung dalassen. Würde mich sehr freuen und unterstützen. Und wenn ihr mich auch noch anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne mal auf Patreon vorbeigucken. Da gibt es auch einige Bonusangebote, einige Bonuskämpfchen von mir zum Beispiel, die man sich da angucken kann und ein paar Informationen und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn nicht, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge des Arena Battle 2 wieder. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis dahin und tschüss.